Lokalmatador Michał Kwiatkowski hat seine Gesamtführung nach der 5. Etappe der Polenrundfahrt über 152 Kilometer vom berühmten Salzbergwerk Wielichka nach Bielsko-Biała ausgebaut. Wie schon am Vortag setzte sich der 28-Jährige vom Team Sky im Schlusssprint gegen den Belgier Dylan Teuns BMC durch. Bester Deutscher war der amtierende deutsche Straßenmeister Pascal Ackermann, Kandel, Bora Hans Gröhl, der sich als Vierter im Massenspurt knapp geschlagen geben musste. Enttäuschend lief das Rennen dagegen für den dreimaligen deutschen Straßenmeister André Greipel, Rostock Lotus Soudal, der mit fast 2 Minuten Rückstand Platz 103 im Tagesklassement belegte. In der Gesamtwertung führt Kwiatkowski nach 5 von 7 Etappen mit 12 Sekunden Vorsprung vor Teuns. Bestplatzierter Deutscher ist Emanuel Buchmann, Ravensburg Bora Hans Gröhl, als 9. trennen ihn 27 Sekunden vom führenden Kwiatkowski. Das 6. Teilstück der Polen-Rundfahrt führt am Donnerstag vom Wintersportort Zakopane über 129 Kilometer nach Bukowina Tatrzanska, wo die 7-tägige Rundfahrt am Freitag auch endet. Bisher stehen 2 deutsche Fahrer in der Siegerliste der Polen-Rundfahrt. 2006 gewann der Nürtinger Stefan Schumacher, 2 Jahre später der Berliner Jens Vogt.